Unsere Waffe wird langsam rot. Da hört der Spaß auf. Moment. Hier ist noch irgendwo ein Kraut. Hier soll es sein. Ich sehe keins. Ach, in der Höhle. Mister Zweig. Mies. Habe ich eigentlich ein Reparaturset für meine Waffe? Gesellenwaffen-Reparaturset. Komm. Machen wir das einfach mal so. Kann ja nicht schaden. Finde die Hütte des... Ey, ihr immer mit der Hütte des Weidelers. Ich will gerade Kira Metz finden. Wo ist sie denn? Zur Förderung der Bildung. Stufe 8 muss man dafür sein. Okay, die scheint etwas Großes. Hier gibt es Arenaria. Stimmt, das habe ich fast vergessen. Ich werde die mal einfach einsammeln, weil ich habe das Gefühl, Arenaria ist so ein sehr seltenes Kraut. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, dieses Arenaria. Wenn es so heißt. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Hallo? Jetzt aber. Ach komm, ist mir egal, ist nur Kraut. Mann. Der Rest sollte jetzt aber nicht wieder respawned sein, oder? Sonst ist das Ausrotten der Viecher ja unmöglich. Ich weiß, dass ich das Dorf hier clean hatte. Das ist aber Arena. Nee, Handphase. Okay, die respawnen auf jeden Fall wieder alle. Dann hat das hier überhaupt keinen Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier will. Licht, ganz oben im Turm. Tja, da weiß man, wo sie ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Das war aber gerade ein Grafikbug. Was ist mit den Notizen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid interessiert sich nicht für eine Arznei. Entweder bist du nur unglaublich naiv... Oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel. Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir Gewicht haben. Das kann ich nicht zulassen. Kira, ich werde das nicht zulassen. Tausende leben im Gegenzug für deine Begnadigung. Das ist vielleicht ein fairer Preis für dich. Aber nicht für mich. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts.
Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Moment. Moment, das wollte ich aber jetzt nicht. Aua. Oh, komm schon. Komm schon. Da lache ich doch. Komm schon. Alter. Da lache ich doch. Ist das dein Ernst? Das wollte ich aber jetzt nicht. So hätte es nicht enden müssen. Ohne Momento. Ich habe das beim letzten Mal geschafft, ohne dass sie draufgegangen ist. Okay. Das ist jetzt krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alter Schwede. Gut. Okay. Ja, ich bin gerade so ein bisschen, so ein kleines bisschen baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich es geschafft, sie über zu überreden. Und jetzt, ja. Ihr seht ja, was gerade passiert ist. Irgendwie habe ich mich da verhaspelt. Irgendwo habe ich da einen Fehler gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Also, puh. Komm, wir machen das mit dem Weidler. Also, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Also so ein Ende hätte ich jetzt eigentlich nicht gewollt. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie kooperiert. Und dann, dann schön brav. Wie sonst auch. Einfach von dannen zieht. Weil die hätte man später noch gebrauchen können. Das weiß ich nämlich noch. Oh Mann. Das läuft gerade überhaupt nicht nach Plan. Ich glaube, ich, naja. Ich bin gerade so ein bisschen baff, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde. Da ist ein Streuner! Schwör ab, du Mann! Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Haut ab oder sterbt. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen. Das klappt doch nicht. Tja, da siehst du, was du für meine Augen kriegst. Gar nichts. Ja, ziehst nicht zurück. Tja. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat. Tja. Ich bin echt gerade noch so ein bisschen geflasht drüber, dass Kera gestorben ist. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen wenig sag, aber wie gesagt, ich hab's halt beim ersten Mal geschafft, dass sie freiwillig das Ding gegeben hat. Und jetzt habe ich's verkackt. Ich habe irgendwo einen falschen Weg eingeschlagen. Vielleicht
Vielleicht mit dem Geist, vielleicht hätte der Geist frei bleiben müssen. Ich weiß es nicht. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast es angefertigt? Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Schützen wovor? Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege? Sie ist weg! Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weißsagen. Ohne die Ziege. Unmöglich! Nicht ohne die Ziege! Ich suche doch keine Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Oh. Gut, ich suche sie. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Tja. Wie mache ich das jetzt? Ah, so. Okay. Kuckuck. Kleine Ziege. Das sind Rehe. Oder Hirsche. Komm schon. Das ging ja easy. Hier entlang, glaube ich. Glaubst du, ja? Schöllkraut. Heißt, jetzt findet man überall Schöllkraut. Da. Da geht's weiter, hier geht's hoch. Ich glaube, ich habe die Spur verloren. Boah.
Da unten